Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit irgendeinem Video. Und zwar geht es darum, dass es momentan kein EP gibt für neue Freunde. Ihr wisst ja, Moment, hier irgendwo. Irgendwo weiter unten habe ich ein Video hochgeladen, wie man schnell EP bekommt durch Freunde und Geschenke. Und zwar, wenn man Freunde annimmt und dann die erste Stufe erreicht, dann muss man nur ein Geschenk austauschen, zum Beispiel. Einfach irgendeine Interaktion, aber ein Geschenk ist halt am leichtesten. Dann kriegt man 3000 EP. Mit Glücksei 6000. Und man kann am Tag maximal 20 Geschenke annehmen. Das heißt, 20 mal 3000 EP beziehungsweise 6000 mit Glücksei. Und das jeden Tag, das war schon heftig. Das habe ich persönlich auch gemacht, bis ich halt keine Anfragen mehr hatte. Aber jetzt momentan scheint es nicht mehr zu gehen. Und man weiß nicht, ob es ein Bug ist, wegen den ganzen neuen Updates, da gibt es ja immer Bugs. Oder ob Niantic es so will und es absichtlich abgestellt hat. Weil dadurch konnte man halt richtig hart farmen, richtig krass EP machen. Ich packe mal kurz meinen Taschenrechner aus. Und zwar sind das Minimum 20 mal 3000, okay, mal 30, das sind einfach 1,8 Millionen EP pro Monat. Und das mit Glück sei 3,6 Millionen im Monat. Und das sind nur die EP, die man selber annehmen kann durch Geschenke. Man kann ja selber auch noch Geschenke verteilen an neue Leute. Und wenn die es auch machen, kriegt man ja auch 3000 EP. Da ist das Limit 100 Geschenke verteilen am Tag. Und wenn man da die ganze Zeit ständig neue Leute auf Stufe 1 gebracht hat, dann konnte man einfach zu abnormal EP farmen. Ich habe es mir gedacht, persönlich, dass die es irgendwann mal abstellen werden, weil es war einfach zu hart. Ich habe es gesagt, nutze es aus, solange es noch geht. Und ja, momentan scheint es nicht mehr zu funktionieren. Das heißt, die EP kommen erst wieder ab Stufe 2, da gibt es 10.000, Stufe 3, 50.000 und Stufe 4, glaube ich, 100.000. Mit Glück sei natürlich alles verdoppelt. Stufe 2 nach 7 Tagen, Stufe 3 nach einem Monat und Stufe 4 nach 90 Tagen, also 3 Monaten. Ja, schade für den Kleinen. Dachte mir, vielleicht kann ich den ein bisschen boosten mit den Freunden und den Geschenken. Aber das ist nicht möglich. Es sei denn natürlich, wir knüpfen eine tiefere Freundschaft, die auf Stufe 3 oder 4 sogar kommt. Ja, dementsprechend könnt ihr hier meinen Kleinen adden. Der braucht eh die Geschenke, weil er braucht die Bälle aus den Geschenken zum Beispiel. Ja, addet den. Im Gegensatz zu meinem Main-Account erreichen wir nicht nur Stufe 1, tauschen nicht nur ein Geschenk aus. Wir werden längerfristig Freunde erreichen. Also falls ihr regelmäßig Geschenke verteilt und annimmt, wenn nicht, dann addet den bitte nicht. Sondern ich will da echt längere Freundschaften, die Stufe 2 und 3 und 4 erreichen. Ja, wenn ihr das schafft, jeden Tag ein Geschenk aufzumachen oder zu verschicken, dann addet den bitte. Ansonsten war es das von mir. Nur so eine Info, dass ich wurde sogar relativ häufig darüber gefragt, was mit den EP los ist. Ja, die gibt es momentan nicht. Vielleicht kommen sie wieder, vielleicht ist es ein Bug. Aber momentan gibt es sie nicht. Versucht längerfristige Freundschaften zu knüpfen. Nach 7 Tagen gibt es 10.000 EP, mit Glück sei 20.000, das ist auch heftig. Dritte Stufe nach einem Monat, 100.000 mit Glück sei, ist auch heftig, vor allem wenn man das alles timet und dann einfach 20 gleichzeitig zündet. Das sind ja dann einfach 2 Millionen EP auf einmal. Ich glaube, das mache ich sogar mal mit dem Kleinen. Also schön fleißig adden, schön fleißig Geschenke verteilen und annehmen. Aber das war's von mir, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Viel Glück beim Mewtwo Raid später. Ich habe auch meinen um 14 Uhr. Mal schauen, was ich daraus ziehen werde. Erfolg mir auf Facebook, Instagram, Twitter. Check den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.